Habe ich da echt keine Bedürfnisse? Bin ich ja froh, dass sie keine Gewerkschaft gründen. Ich glaube, das würde mies enden. Für uns. Keine Ahnung, ob sie da lang gehen werden, aber egal. Eure Feinde sind im Dungeon. Auf jeden Fall sind wir jetzt gut dann, ganzen Fallen auszubauen. Ich glaube, da dürfte erstmal keiner auf die Idee kommen, hier zwischen zu kommen. Eure Goldader ist fast erschöpft. Es fehlt gerade an Gold. Wir müssen ein bisschen mehr arbeiten, Leute. Einfach mal ein bisschen schneller sein. Holt das Gold ran. Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Oh, die sind doch schon gerade bei der letzten Boy. Ein weiterer Bereich im Dungeon, das ist ja Gold, wurde durch das Relikt aufgedeckt. Stimmt ja. Jetzt verstehe ich auch erstmal den Sinn. Was denn ja noch ein paar Wege sind. Die muss man mit... Ah. Mit Schwefel muss man die wegsprengen. Jetzt habe ich das erstmal richtig verstanden. Oh Mann. Macht Sinn. So, auch schön. Hier wird jedes Ding wird hier geforscht. Ich glaube, ich hätte ein paar gerne von denen. Brauchen wir aber mehr Gold. Gut, könnte man sich eigentlich holen. Gucken wir mal uns mal, dass wir dahin gehen. Ja, vor allem kommen ja gleich schon wieder die Karawane hier. Beziehungsweise der Energietransport. Ach, weißt du was? Das machen wir anders. Hä? Trank. Okay. Einfach mal so Lichter und Trank. Wäre jetzt natürlich doof, wenn der jetzt auf einmal von oben kommen würde. Werden wir gleich feststellen. Wäre ein bisschen sehr doof, aber naja, dann wäre es halt so. Ding Dong, es ist Zahltag.
Ein weiterer Energietransporter machte sich auf den Weg, um den Bohrer zu befüllen. Okay, nee, die müssen ein bisschen weiter weg. Nee, ist okay. Geht ruhig noch weiter weg. So, der Kanonier jetzt hier. Na, könnt ihr jetzt auch mal hier hin? Eine eurer Kreaturen hat das Zeitliche gesegnet. Gibt's doch nicht. Bestimmt die Level 1 Kreaturen jetzt. Ach komm, die Priesterin. Energietransport wurde auf dem Weg zum zwergischen Bohrer zerstört. So. Jetzt können wir hier nämlich unsere Brauerei bauen. Wofür wir keine Kohle haben. Aber ist okay. Leute. Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Die ist komplett weg? Oha. Das ist schlecht. Das ist krass. Mal gucken, wie wir jetzt an neuem Gold rankommen. Er macht das schon. Ein Hoch auf. Oh, der alles platt macht mit seinen Streitkolben. Ist ich noch doof? Dass wir jetzt nichts mehr forschen können. Ich muss wohl bestimmte Bauten mal hier erstmal abbrechen. Ich komme ja eh zum Glück nicht so weit. Brechen wir erstmal das alles ab, was wir jetzt hier haben. Die können ruhig noch gebaut werden. Aber der Rest muss abgebrochen werden. Jetzt können wir hier auf jeden Fall noch eine Brauerei bauen. Damit die ja nicht unzufrieden werden. Ach, schon wieder Max. Warte mal. So, dass wir ein bisschen mehr Bösartigkeit sammeln können. Ich hätte gerne nämlich ein bisschen was auf Vorrat.
So, jetzt sammeln wir das noch ein. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir mal zurückkommen. Ding Dong, es ist Zahltag. Denn jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier weiter in Dungeon vorkommen. Das clevere Böse hatte bereits das Werkzeug seiner Schnodderlinge verbessert, sodass sich diese nahezu mühelos durch den Stein graben konnten. Famos. Ein neuer Bereich im Dungeon wurde aufgedeckt. Das hat doch die Zwerge sich gar nicht dran stören. Das wird jetzt aber auch anstrengend werden. Läuft halt besser als gerade. Das ist doch schon mein dritter Anlauf, ne? China. Das war gar nicht, das ist gar nicht mal so einfach gewesen. Eine eurer Kreaturen ist wütend geworden. Ah, nein, 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 nein. Geht wieder runter. Ja, so nicht. So haben wir nicht gewettet. So, die brauchen wir auf Max. Aber es ist wirklich so, ne? Die Orks brauchen auf jeden Fall viel mehr zu futtern als die, warte mal. Als die Untote. Ich hatte Untote gehabt. Die haben nicht so viel Futter gebraucht. Da weiß ich auch, was du meintest mit, dass die sehr viel mehr Nahrung brauchen. Mehrere Energietransporte machten sich auf den Weg, den Vorrat zu befüllen. Oh, nö. Das fehlt mir jetzt auch noch. Genau passend. Oh, wo ist der Priester? Da. Tötet den Priester zuerst. Das ist doch die Priesterin. Ja, habe ich. Oh, jetzt schaffe ich das nicht mehr. Wegen diesem blöden Patrouille, die genau passend jetzt gekommen ist. Keine Zeit. Machen wir das anders. Ein weiterer Energietransport wurde auf dem Weg zum zwergischen Bohrer zerstört.
Eine eurer Kreaturen ist wütend geworden. Hier mal ein bisschen weiter. Nee, du nicht. Du gehst halt dahin. Ein weiterer Energietransport wurde auf dem Weg zum zwergischen Bohrer zerstört. Ich verstehe jetzt aber nicht. Warte mal, ich muss erstmal hier gucken, dass ich wieder an Gold rankomme. Wenn nicht, würde ich mal wieder Werbung für die magischen Portale machen. Ja. Dass ich auch alles aufgebraucht habe, ne? Nützt ja nichts, ich brauche neue Geldquellen. Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenbau angegraben. Ihr habt einen Spinnenraum angegraben. Gold. Gold, Leute. Gold. Holt euch das Gold. Wir brauchen es. Baut es ab. Los. Tut was für euer Geld. Ah. Okay. Ja, hier kommt wieder Dreck hin. Wo kommen wir denn da rein? Eine Kreatur ist wütend geworden. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen, dass sie wütend geworden ist. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, arbeitet mal ein bisschen schneller gerade, Leute. Sind Feinde im Dungeon und so. Ach, die gehen trotzdem den Weg, Gott sei Dank.
Ja, genau. Das ist halt, ne, da kannst du so, kannst du Schwefel wegspringen. Also wenn du mal geübt sein möchtest, wie du Schwefel wegspringst, dann so. Und nicht anders. Vor allem kriegen wir Gold. Wir kriegen Gold. Ah, schön, dass wir Gold kriegen. So. Das forschende Böse hatte die Werkzeuge der Schnodderlinge verbessert. Fortan konnten sich diese sogar durch Graustein graben. So, und bevor ich jetzt noch mehr Probleme habe, was das angeht. So, werden noch mehr Gurus gebaut. Frage, schaffen wir es noch, die zu holen? Wir probieren es aus. Der steigt immer noch. Ja, dann geht's zurück. Das wäre natürlich toll, wenn wir die noch kriegen würden. Für die ganzen Ex-Zwergen fest in den Gurus Farm verwandeln. Wäre auch eine Idee. Machen wir über kleine Guru Farms hin. Passt schon. Warum nicht? Kann man es auch machen. Da kommt das auch nochmal Gold. Noch mehr Gold. Das suchende Böse hatte mit dem zwergischen Relikt einen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Hä? Kommt der denn her? Könnte man auch machen, ne? Hier nochmal eine große, dicke, fette Guru-Farm macht. Die Mauer weg. Mehrere Energietransporte machten sich auf den Weg, den Bohrer zu befüllen. Du bleibst zurück. Das ist mir zu doof, wenn du streikst. Brauche mehr Explosionen. Ein weiterer Energietransport wurde auf dem Weg zum zwergischen Bohrer zerstört. Okay, weiter geht's. Eure Feinde sind im Dungeon. Ach, die Schweine. Okay, schnell aufhalten.
Ja, diese blöde Hintertür, ne? Aber jetzt ist doch alles gut. Ein weiterer Energietransport wurde auf dem Weg zum zwergischen Bohrer zerstört. Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Eure Goldader ist fast erschöpft. Schon wieder. Wie kann man das denn gut machen? Hebberecht ist doof zu verteidigen. So, jetzt müssen wir mal hier nochmal kurz planen, wie wir das machen. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Kannst mal sehen, wie schnell die sind. Ein paar Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Oh, das... Da, oh Mann, den muss ich aber wieder wegmachen hier. Ach, guck mal, die machen das schon von alleine. Ich muss gar nichts machen. Mann, der ist erstmal ein neuer Bereich goldvoll. Wurde im Dungeon aufgedeckt. Mittlerweile müsste ich jetzt auch genug Guss haben. Ach, wie kann man das denn hier schön planen? Gar nicht. Zumindest nicht schön. Ich habe gerade noch einen besonderen schnippigen Kommentar über Diamantenhühner gesucht. Das zwergische Relikt lüftete den Nebel des Krieges. Was können wir denn noch Schönes bauen? Wir bräuchten irgendwo mal einen Mana-Speicher. Könnte man doch wunderbar hier... Das doch hier zum Mana-Speicher. Das ist doch ein wunderbarer Punkt, um Mana zu speichern hier. Okay.
So, jetzt kann man wenigstens das ganze Mana mal dahin bringen. Was wir so hier haben. Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Bohrt man ein bisschen Mana an und dann kommen direkt Mana-Linge. Ich schnippe einen Kommentar über Diamanten. Ja, ich habe den gerade schon gelesen. Los, los, los! Es kann doch nicht sein, dass wir uns von ein paar stummelbeinigen Zwergen den Stein der Endlichkeit wegschnappen lassen. Vorwärts, ihr faulen Schnodderlinge! Ignoriert eure Bedürfnisse und... Ach, Moment. Schnodderlinge haben ja gar keine Bedürfnisse. Hoppla. Dann los, Schnuffel. Mounts. Er war die Tage beim Tierarzt. Beziehungsweise er und Sammy. Die mussten nämlich wegen der Untersuchung dahin.